Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Ostriff. Und es hat sich nicht viel getan. Naja, es ist so ein bisschen was, ist schon abgebaut worden, aber es dauert wirklich lange. Diesmal habe ich sogar, um da gleich mal einzusteigen, während der Zeit, die ich es laufen gelassen habe, in den 2-3 Stunden, weiß ich gar nicht. Nicht wundern, ich habe mir ein bisschen die Schulter verrenkt irgendwie. Es tut ein bisschen weh beim Sprechen. Das hat trotzdem sehr lange gedauert. Und es ist aber jetzt schon mal der Part hier fertig. Ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt hier, ihr seht es ja, Marketing gestellt, also Marktplätze oder Marktstände. Habe ich die schon besetzt? Weiß ich gar nicht. Glaube nicht. Muss ich noch machen. Kommt später. Noch kommen die wohl zurecht mit den Marktständen hier. Die sind wohl in der Nähe. Wenn die hier bestückt sind, werde ich wahrscheinlich die hier wegnehmen und dafür hier noch einen Marktstand hin. Ah nee, habe ich ja hier. Ich glaube, wir können die dann wegnehmen. Muss ich mal überlegen. Ich weiß es noch nicht genau. Ich habe jetzt hier noch welche hingestellt. Und muss ich mir mal überlegen. Es gibt weiterhin nicht so viel Probleme, außer hier zum Beispiel jetzt mit den Schuhen. Die sind sonst gut bestückt, aber ansonsten, ja, festes Schuhwerk haben sie wohl nicht. Weiter gibt es eigentlich im Moment keine Probleme, außer dass die Lager voll sind. Und das ist zum einen hier der Fall. Das hier wahrscheinlich, oder? Ja, das lässt sich immer ein bisschen schlecht erkennen. Wenn man es ein bisschen dreht, sieht man es vielleicht besser. Dieses ist voll. So wie es aussieht. Ja. Es sind ein bisschen mehr als 10.000 drin. Eisenerz. Krieg's nicht verkauft. Müsste ich vielleicht mal vernichten, ehrlich gesagt. Dass ich den Platz wieder frei habe. Lim, lim, lim. Der Katschi. Na, was wollen wir? Ja, kannst du haben. Apples kannst du haben. Honey kannst du auch haben. Raspberries. Mal gucken, müsste ich jetzt auch wieder haben. Raspberries, ja. Müsste ich irgendwo in den Trading Posts. Da haben wir es. Da ist es. Das können wir auch freigeben. Raspberries. Was hatten wir noch? Charcoal verkaufe ich nicht. Weil da haben wir nicht mehr viel von. Also ich kann bald wieder eine Runde Charcoal erzeugen. Kugeln. Firewood haben wir 40.000. Das hat rapide abgenommen, muss ich sagen. Ich glaube, die habe ich sogar noch an hier. Die habe ich schon ausgemacht. Die können wir nochmal anmachen. Machen wir nochmal drei, machen wir die beiden hier nochmal dann. Und dann machen wir erstmal wieder Pause und fangen erstmal wieder an, Feuerholz zu sammeln. Obwohl ich könnte eigentlich auch. Wir haben ja 40.000, das ist ja schon eine Menge eigentlich. Wir lassen das erstmal so. So, hier läuft es auch langsam an. Ihr seht, hier ist schon wieder Erntezeit. Und das mit dem Ernten klappt einigermaßen. Also hier warten die noch auf die Arbeitskräfte. Hier auch. Hier auch. Das ist noch nicht ganz so optimal. Uns fehlen einfach Arbeitskräfte. Mal schauen, wie das ist, wenn wir die 700 erreichen. Also 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 17. Ich rechne mal mit 34 weiteren Mitbewohnern. Das sind ja meistens zwei Erwachsene. Und wir kommen also auf 670 im Moment an Leuten. Hier könnte man vielleicht noch
Häuser hinsetzen und hier dann vielleicht noch. Hier schräg vielleicht noch zwei große. Ein paar Bäume wegnehmen. Und dann noch mal ein bisschen Karotten und Möhren. Und hier bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob wir den Platz nicht reservieren für einen weiteren Bauernhof mit etwas kleineren Feldern. Ich weiß es noch nicht genau. Es gibt, wie gesagt, ja noch keine Versorgungsengpässe in dem Sinne. Wir hätten auch hier noch ein ganzes Stück Land, wo wir noch was anbauen könnten, beziehungsweise hinbauen könnten, Wohnhäuser. Ansonsten läuft es eigentlich ganz gut. Also unser Reichtum mehrt sich auch. Der Bevölkerung sowieso. Ja, aber zwischendurch mal gucken, was unsere Wirtschaft macht. 1500. Das ist schon eine Menge. Und die hier? Auch schon bei 290. Die gibt es ja noch nicht so lange hier. Seit 6 Jahren erst. Diese hier, die Familie lebt hier schon seit 23 Jahren. Das sind doch schon 72 und 69. Gar keine Kinder. Dafür aber die hier. Da lebt die Oma noch im Haus mit und der kleine Racker mit 11 Jahren. Die anderen, wie sieht's da so aus? 222. 17 Jahre. 47 Jahre leben die hier schon. Das ist einer mit der ältesten Familien hier. Na gut, das ist die, die haben wir auch mit die als erstes gebaut, die Wohnungen hier, die Häuser meine ich. 46, das ist so das Rentnerviertel mehr oder weniger, wo die alle noch arbeiten. In der Konstruktion, sie arbeitet am Markt. Warenhaus, Farm, die hatten wir gerade. Slaughterhouse, oh, 1, 2, 3, 4, 5. 5 Kinder, davon 1 gerade mal 13. Mit 56 Jahren noch so aktiv. Mann, 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 und das ohne Viagra. so, ja, ansonsten. Brunnen habe ich gesetzt, also das Wasserproblem ist jetzt erstmal wieder beseitigt. Der ist auch gut gefüllt. Das sehen wir mal nicht for production, sondern nur für die Zivilbevölkerung. Ja, soweit läuft alles. Cherries, so langsam füllen sich die Lager hier. Das müsste auch bald voll sein. Ja, ein bisschen Platz haben wir noch. Wir müssen mal ein bisschen mehr an die Bevölkerung geben, glaube ich, von den vom Obst. Mal schauen. Wie viele Arbeitslose haben wir denn? Wir haben 15 Arbeitslose im Moment. Dann lasst uns doch mal den Markt eröffnen. Machen wir erstmal die Obststände hier in der Mitte. Also, Apple, Apricots. Und Cherries. Und nehmen wir hier noch rein Raspberries. Himbeeren. Dann machen wir hier das Fleisch. Beef. Chicken Meat. Pork. Pork, Pork, Pork. Dann machen wir Mutton und Pork. Pork. Wir stellen dann auch mal gleich welche ein. So. Dann machen wir hier noch. Was haben wir denn noch? Ja, das Salu.
Salo. Kartoffeln, Knoblauch und nehmen wir hier noch rein Smetana. Das weiß ich nicht, was das sein soll. Smetana. Sich an wie ein Käse oder so. So, hier geht's weiter hin. Wie machen wir mal das mit dem Kleidung? Halt erst das. Ja doch, Kleidung, Feuerholz, warme Kleidung und Schuhe. Schuhe und warme Kleidung. So. Hier noch jemanden. Haben wir doch eigentlich. Und die Schnappes? Nee. Fisch. Fisch. Getrockneten Fisch. Hier nehmen wir noch. Nehmen wir hier noch Zwiebeln mit rein. Und Pumpkin, den Kürbis. So. Hier machen wir halt. Dann machen wir hier den ersten Gemüsestand mit. Rote Beete, Kohl, Karotten und Gurken. So. So, dann Horseradish Marrow. Peas sind Bohnen und das war's. Dann nehmen wir hier noch rein Sonnenblumenöl. Nächste. Ich glaube, dann haben wir soweit. Hier haben wir noch was frei. Was haben wir denn noch nicht? Ach ja, die Sachen. Buckwheat. Mehl. Milch und Eier. Milch. Chicken Eggs. Welche haben? Ja, da. So. Gut. Das haben wir gemacht. Schauen, ob das soweit läuft. Hier fehlt gerade Wasser ein bisschen. So, was macht unsere Pferdezucht? Da werden wir mal ein paar zu. Draft Horses umwandeln. Denn ich werde noch mal ein hier so ein Wagon Cheat bauen, und zwar hier bei den Bauernhöfen hier, einfach um den Transport etwas zu verbessern noch, und auch ein Wagon Cheat Sheet, nicht Cheat, Wagon Sheet, einfach des Transportes wegen, um vielleicht die Logistik noch mal ein bisschen zu unterstützen. Wir haben ja jetzt hier ein paar Arbeitslose und mal schauen. Müsste eigentlich passen. Mehr würde ich jetzt auch gar nicht machen und würde das jetzt wieder weiter so laufen lassen. Und dann sehen wir in der nächsten Folge, was bei rauskommt. Ob sich das ein bisschen beruhigt. Dann habe ich bestimmt auch diese Häuser fertig. Und dann sehen wir, wie das mit der Logistik klappt. Ob sich da was verbessert. Und dann muss ich auch mal schauen, was mit diesen beiden Wirtshäusern ist, weil eigentlich haben die alles da. Gut, Horilka ist wohl auch entscheidend. Beziehungsweise, ja, da haben wir nichts mehr. Das mache ich off-cam. Das werden wir hinkriegen. Gut.
Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mal schauen, ob wir die Tavernen wieder in den Griff kriegen. Und bis dahin eine ruhige Zeit. Ruhige Woche. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.